Einen Tag nach der WHO-Warnung vor Mpox hat die Viruskrankheit Europa erreicht. In Schweden bestätigten die Behörden am Donnerstag den ersten Fall einer neuen Variante außerhalb Afrikas. Die infizierte Person habe sich während eines Aufenthalts in einer afrikanischen Region angesteckt, in der es einen großen Ausbruch der Krankheit gegeben habe, sagte die Generaldirektorin der schwedischen Gesundheitsbehörde Olivia Wigzell auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. Am Mittwoch hatte die WHO wegen der Ausbreitung der Viruskrankheit in Afrika zum zweiten Mal innerhalb von 2 Jahren die höchste Alarmstufe ausgerufen. Nach Angaben des WHO-Generaldirektors handelt es sich um einen Gesundheitsnotstand von internationaler Tragweite. Grund ist ein Ausbruch der Virusinfektion in der Demokratischen Republik Kongo, der sich auch auf Nachbarländer ausgebreitet hat. Der Ausbruch im Kongo begann mit der Verbreitung eines endemischen Stammes, bekannt als Clade 1. Die neue Variante Clade 1b scheint sich leichter durch routinemäßigen engen Kontakt, einschließlich sexuellem Kontakt, zu verbreiten. Die Viruskrankheit Mpox ist auch unter dem Namen Affenpocken bekannt.